Siemens KNX-IP-Secure-Produkte – Eigenschaften. In diesem Kapitel sprechen wir über folgende Themen: sichere Kommunikation und Fernzugriff, die elektromechanischen Eigenschaften der KNX-IP-Secure-Produkte, alle für die Inbetriebnahme notwendigen Gerätecodes und die Parametrierung in der ETS. Erstens. Sichere Kommunikation über KNX IP Routing Secure. Die Siemens KNX IP Secure Produkte nutzen das beschriebene Verfahren KNX IP Secure. Der IP Router Secure N14603 kann, wie seine Vorgänger, anstelle von Twisted Pair Linien- oder Bereichskopplern eingesetzt werden und nutzt dabei das Verfahren KNX IP Routing Secure. Dieses sichere Übertragungsverfahren lässt sich optional in der ETS deaktivieren. Somit kann dieses Produkt auch in Bestandsanlagen mit älteren Non-Secure IP-Routern als Erweiterungs- oder Austauschgerät verwendet werden. Im Folgenden erfahren Sie alles über die weiteren Eigenschaften der Siemens KNX IP-Secure-Produkte. Zweitens. Sicherer Fernzugriff über KNX IP Tunneling Secure. Der IP Router Secure N14603 und die IP Schnittstelle Secure N14823 verfügen über vier parallele gesicherte Tunnelverbindungen. Über diese ist der sichere Zugriff auf KNX-Anlagen mit der ETS zu Wartungs- und Diagnosezwecken und anderen Softwareprodukten, zum Beispiel Visualisierungen, möglich. Bei der ersten Verwendung einer IP-Tunnelschnittstelle wird das konfigurierte Passwort dieser IP-Tunnelschnittstelle abgefragt. Der sichere Zugriff kann natürlich nicht nur im lokalen Netz, sondern auch über das Internet stattfinden. Drittens. Busanschluss und Spannungsversorgung. Die Siemens KNX IP-Secure-Produkte sind mit der traditionellen schwarz-roten Bus-Anschlussklemme ausgestattet. Um die KNX-Spannungsversorgung zu entlasten, werden sie über eine Zusatzspannung versorgt. Diese Zusatzversorgung erfolgt entweder über Power over Ethernet, PoE, oder über die zusätzliche gelb-weiße Anschlussklemme mit AC-DC 24 Volt. Die unverdrosselte Spannung des Busnetzteiles kann dafür natürlich auch verwendet werden. Aber schließen Sie auf keinen Fall den KNX-Bus direkt an den Hilfsspannungsklemmen an. Factory Default Setup Key, FDSK. Zur sicheren Inbetriebnahme wird ein sogenannter Factory Default Setup Key benötigt. Die Siemens KNX IP Secure Produkte haben diesen Schlüssel in Form von QR-Code-Etiketten in dreifacher Ausführung am Gehäuse angebracht. Eines dieser Etiketten sollte vor oder spätestens während der Montage abgezogen und dem Systemintegrator übergeben werden, der das ETS-Projekt erstellt. MAC-Adresse und Seriennummer. Die für Managed DHCP-Betrieb und für die einfachere Erkennung des Produktes im ETS-Kommunikationsbrowser nötige MAC-Adresse befindet sich wie üblich vorne auf der Schulter des Gehäuses. Die KNX-Seriennummer, die für die Zuweisung der physikalischen Adresse benötigt wird, rechts unten auf der Seite von vorne betrachtet. LEDs zur Betriebszustandsanzeige. 5 LEDs informieren über die Betriebszustände der Produkte. Run. Betriebsanzeige ist grün, wenn die Produkte betriebsbereit sind. TX-RX-KNX. Gelb zeigt an, wenn KNX-Telegramme auf der Twisted Pair-Seite gesendet oder empfangen werden. Link. Leuchtet sie grün, ist die Ethernet-Verbindung aktiv. TX-Rot zeigt an, wenn Telegramme auf Ethernet gesendet werden. RX-Gelb zeigt den Empfang von Ethernet-Telegrammen an. Parametrierung in ETS-Applikation. Die Parametrierung der Siemens KNX IP-Secure-Geräte
ist analog zu den Vorgängerprodukten aufgebaut. Innerhalb des ETS-Standarddialogs erfolgen diese Einstellungen. Adressen des IP-Netzwerks, das heißt Multicast-Adresse und TCP-IP-Adresse und ob diese Adresse manuell oder automatisch über DHCP zugewiesen werden soll. Vergabe des Gerätenamens, unter dem man das Gerät im Kommunikationsbrowser der ETS wiederfinden kann, und abschließend die Optionen der sicheren Inbetriebnahme und Tunnel, also ob sie überhaupt aktiv sein sollen und wenn ja, welche Passwörter dafür eingestellt sind. Die Geräteparameter der IP Router Secure beinhalten getrennt einstellbare, richtungsbezogene Weiterleitungsstrategien für Broadcast, Gruppen- und Einzelkommunikation über physikalische Adressen, wie es vom Vorgänger N14602 bekannt ist. Die IP-Secure-Schnittstelle N14823 besitzt keine weiteren Parameter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Erfahren Sie als nächstes, wie ein neues ETS-Projekt mit einem KNX IP-Secure-Produkt erstellt wird.